barrels. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Stream oder zu meinem nächsten oder ersten Streamprojekt. Okay, nach Resident Evil 5 ist ja mein neues Streamprojekt. Wir spielen Outlast, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich habe es einmal durchgespielt, danach nie wieder. Ich glaube, es war ziemlich, war das ziemlich brutal? Ich glaube ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir Outlast und danach machen wir dann gleich Outlast Whistleblower. Wir machen beide auf, wir machen das beides gleich weg. Laden, komm, jetzt kann ich. Okay, das schon. Aber hier, löschen, löschen, löschen! Schmeißen wir es weg! Ich habe es vor. Wann habe ich durchgespielt? Vor. Oh Gott, ist das lange her. Oh mein Gott, ist das lange her. Hallo, ja, wir löschen. Der ist der Löschsimulator. Guckt euch das an, wie gut ich löschen kann. Zack, zack, zack. Genau. Lass uns loslegen mit Outlast. Ich bin gespannt, wie es wird. Kapitel? Also, okay, gut. Nicht viele Kapitel. Na gut, wir auf normal. Normal ist einfach, ne? Schwieriger. Ja, normal, oder? Schwieriger. Normal. Schwieriger. Oh. Ach komm, auf, machen auf. Wir machen zwar auf schwieriger, das wird schon passen. Ich habe normal, ja, normal schwer. Oder? Wir machen es ja, komm, machen wir auf normal, passt schon. Wir machen jetzt auch alle Games auf normal, wir machen das jetzt auch auf normal und los geht es. Achso, kommt ein Text. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Ufer, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenanstalt Mount Massive aufzudecken? Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben, der Wahrheit auf der Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Okay. Viel Vergnügen! September 2013. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric psychiatrische Systems in Mount Massive tätig. Welche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit dem Kern. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumatherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden haben, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff schiffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Ja. Und damit noch mein herzliches Willkommen hierzu. Outlast. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich.
Oh, Press Official, okay. Ah, wollen wir den nicht mit? Ah, ne, brauchen wir nicht. Stimmt. In so einer Ding. Also, ich habe es einmal durchgespielt, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das für eine Story war. Ich weiß, dass ich ihn deutlich besser fand als Outlast 2. Ich weiß auch nicht mal warum. Damals habe ich immer gesagt, Outlast 1 ist das deutlich bessere Spiel. Das weiß ich noch. Ich weiß aber auch nicht mal, warum ich Outlast 1 jetzt wirklich besser fand. Weil ich das nicht mehr kenne. Wundert euch bitte nicht, das habe ich eben gelesen. Wundert euch da bitte, bitte, bitte nicht, wenn ich das sage. Denn Outlast 1. Denn ich habe Outlast 1 zu lang her und ich spiele zu viele Videospiele. Ich kann mir, wenn ich eine Meinung habe zu einem Videospiel, mir das nicht 300 Jahre merken. Das funktioniert bei mir nicht. Aber ja, gut, wir machen es hier. Kommt übrigens auch auf YouTube. Also, ja. Okay. Alles auch. Achso. Okay. Übelst einladen, wenn ich immer so was heulen höre. Das ist richtig einladen, da freue ich mich. Okay, gut. Da kann ich einen Sport machen. Was fahren wir denn eigentlich von? Ah, wir fahren so einen kleinen Jeep oder wie? Ja, schön. Ah, cool. So, okay, gehen wir mal rein. In die gute Stube. Oh Gott. Okay. Aura. Ja, halt umschalten im Rennen gedrückt. Steuerung ist Ducken. J ist das. N ist Notizen. In der Map gibt es wohl nicht. Ah ja, hier kann ich sogar beides. Ja. Also ganz klassische Ego. Ich wollte schon gerade sagen: Ego-Shooter-Steuerung. Ego-Perspektiven-Steuerung. Aber. Ah, ich habe mal ganz kurz den Controller ausgemacht, nicht dass ich da. Ich habe nämlich eben. Ich gebe zu, ich habe Sifu gespielt und ich. Ich sterbe so oft im Spiel. Ey, ich hab die Schnauze voll. Ich hab gedacht, komm, lass mal Outlast zur Beruhigung spielen. Das wird eine gute Idee, oder? Outlast zur Beruhigung. Ich bleib auch, ich hab auch nicht mal eine Tasse im Schrank. Nee. Ah, aber Sifu ist hart, aber. Ist schon cool gemacht, aber ziemlich hart. Deswegen, aber egal. Nur als Information. Speichert. Oh Gott, Checkpoint. Ah, geil, zum Glück. War auch eine harte Szene. Hab mich schon sehr überfordert. Komm ich auch rein. Aufmachen! Aufmachen! Versicherungsvertreter, aufmachen! Wir wollen Ihnen eine Versicherung verkaufen! Hab wohl kein Interesse. Der Campcorder anders, ja? Ach so! Aber mit F ist so ein Nacht. Genau, es ist ein Nachtmodus gibt, wusste ich noch. Ein Sam Fischer-Modus. Ach ja, ich freue mich. Es sieht doch cool aus, das Game. So, mal gucken. Ja, oh Gott, geil. Ist das hier Dying Light-mäßig? Zack! Und ja, ich bringe auch auf YouTube danach. Können wir gleich Outlast. Wir können auch wieder ein Whistleblower hinterher machen, oder? Ich glaube so. Ich habe mich nicht erschrocken. Das war authentisch, euch zu zeigen, wie gruselig es ist. Während, ja. Aber das mache ich besser nicht. Mein Job ist Scheiße! Entschuldigung. ja, also gut, jetzt lache ich mich noch über das Spiel tot, nachher heule ich, ich weiß, ich sehe es schon kommen. Nein, heulen tue ich nicht. Ah, ich wollte sowieso kein Fernsehen gucken, passt schon. Ah ja, jetzt kann ich doch so ganz vorsichtig, ganz sanft, oder? Das machen. Wie die Tür so zuschmeißt. So als hätte er richtig scheiß. So als hätte er einen richtig schlechten Tag gehabt. Das ist so geil. So als hätte er so einen richtigen Scheißtag gehabt. So. Scheißtag! Bom! Geil. Klingt gut. So mache ich auch meine Tür immer zu. Jeden Morgen, weißt du? So, wenn ich vom aus der Haustür rausgehe, knall ich die Tür mal gleich zu, dass alle Nachbarn wach sind. Geil. Scheißtag!
Gut, Batterien, gut, das finde ich gut. Okay. Nö, ich habe immer gedacht, ich wollte eigentlich, ich hab immer überlegt, so. Ich hab ja zwei Spiele installiert, tatsächlich, wenn ich streame. Hört sich blöd an, habe ich tatsächlich, weil ich, wenn, sollte mal eins ausfallen, habe ich ein anderes. Ja. Scheiße! Warum? Warum? Okay. Ich mache, wenn ich lese, mal die Facecam aus. Ne? Ist das okay? Vor allem, ich könnte, glaube ich, besser lesen, ne? Obwohl, eigentlich stört es nicht. Ja, gut, ich muss so. Sonst sagt was. Nee, wie ihr wollt. Merkurf Psychiatric Systems. Project Warrider. Mount Massive. CO. Fall Nummer 147. Patient Initialien WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Karl. Das tötet Leute. Houston. Oder Houston. Klammern DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren Forbitrol 4 Hormon. Diagnostik. Spirometrie. Ergab keine bronchiale Akkumulation. Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab asymmetrische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Okay, das scheint aber sehr medizinisch geschrieben zu sein. Anmerkungen. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Besteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. In Klammern Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das sogenannte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt werden und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Assistant Project Worldwide Mount Massive CO. Okay. Dazu. Aufmachen! Hallo, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie Klopapier? Dann nicht, du Arschloch! So. Man kann sich immer schon neue Gründe einfallen lassen, warum. Wash your hands. In Zeiten von Corona. Gut. Ja, was ist denn hier schönes? Haben wir. Was? So. Das sind wir. Okay. Oh, Alter, das ist sehr, sehr intensiv. Ja. Knall mir doch hier nicht, bitte. Ich schlag hier noch meine Maus durch die Gegend. Jetzt wird das Spiel auch einen Tick leiser drin. Also bei mir zumindest. Bei euch. Ein Tick leiser. Und es knallt bei mir mal so. So richtig laut. Ah, das sieht aber. Ich weiß, damals habe ich das aber noch auf dem Halb-HD-Monitor gespielt, als ich das gezockt habe, glaube ich. Ja, ich habe damals nicht viel Wert auf Monitore gelegt, tatsächlich. Also tatsächlich erst sehr spät. Also 15, 16 habe ich mir einen Full-HD. Da habe ich mir einen Full-HD mal gekauft. Nee. Ich hab, nee, das habe ich, oder? Nicht. ja, vielleicht sollten wir doch wieder was anderes spielen. Noch. Hehe. Hehe. Hi. Wie geht's? Wie ist denn das Wetter befinden?
They killed us. You got out. The very. What? You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ah, ich bin halt schön. Ich bin gerade angekommen. Was hast du jetzt schon gesagt? Was will ich schon gesagt? Ja, verpiss dich besser. Oh Gott. Okay, ich glaube, jetzt hört mein Scherz mal auf, ne? Ab doch nicht so schwer, Mensch. Ab nochmal. Auch wenn ich es halt auch nicht anders tun würde. Alter. Okay, das Spiel ist sehr intensiv. Geil. Nicht gut. Ey, I love it. Ich liebe es jetzt schon. Ich weiß, dass ich das auch sehr gerne mochte. Okay. Little fake. Was? Oh! Hi! Wow! 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 Oh. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Danke. War hoch hinaus, will fällt tief, ne? Ja gut, das hab ich. Alles gut. Ein paar gebrochene Rippen. Ganz normaler, ganz normaler Reportertag. Ich bin drin. Und wenn er doch Humor. Ich bin drin. Ja, warte. Ich bin drin. Warte. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte. Den ich reingekommen bin. Jetzt zu spät. Jetzt hast du mich aber in einen Level gebracht. Jetzt müssen wir da durch, Leute. Wir kommen hier nicht mehr raus. Habt ihr gehört? Jetzt müssen wir da durch. Hallo. Hi. Ich bin der neue Praktikant. Ich sollte mich hier melden. Ist gerade schlecht? Okay, ich komme schon wieder. Murkoff Corporation. Okay. Boah, Alter. Was ist denn das hier? Sag mal. Alter! Murkoff Corp Abteilung. Ah, ganz ehrlich, Leute, ich mach das nicht jetzt jedes Mal mit den. Ich glaube. Nee, cool ist so. Ja, nee, ich lasse die Facecam jetzt an. Muss das jedes Mal ausmachen, weil bei jedem Titel. Murkoff Corp Abteilung. Vereinigte Staaten. Vollzeitbefehl. Fallnummer. Bla bla bla. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Murkoff Psychiatry Centrum Mount Massive Wilderness Area Country Road 112. Eides staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zu folgen eine Annahme hat, katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Erzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial aktuelle Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS von Zulassung zu einer Einrichtung
Einrichtungen und seinen Repräsentanten von voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Alter. War schon echt. Alter, ich habe eben gedacht, da steht jemand. Übrigens, ich sag das mal ganz so, wenn ich nach links gucke, bitte nicht wundern. Es ist nicht so, dass ich immer so mache und dann nicht hingucke. Also, dann gucke ich immer Richtung Chat und ja. Deswegen nicht wundern. Nicht, dass ihr denkt, so, oh, ich laufe mal durch die Gegend. Nein. Kann ich auch mal machen. Ich mache es blind. Nein. Was ist denn hier? Okay. Einmal bei Leiche treten. Scheißdach! Im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich mich auch theoretisch... Okay. Es geht. Sehr schön. Was ist mit denen denn kaputt, sag mal? Was ist das? Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt. Was hier geschehen ist, aber sie sind nur ein... Was hier geschehen ist, aber sie sind nur eine Hülle. Naja. Ja. Oh, wir haben Little Karte gefunden. Okay, von der Terminal. Ah, oh, nice. Sammelte Objekte. Ah, ja. Ach so, Ziel. Vier Nerven und Nervenheilungschip. Nutzen Sie als Terminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ja, easy. Ich dachte, du wolltest hier was aufdecken. Ey, ja, du springst. Ja, du springst mich an, Alter. Ich mach auch den Subsui. Okay, wir müssen wieder so machen. Ich mach mal die Tür zu, ne? Oh, hast du mir gerade im Weg? Verkrümel dich, du. Ja, verkrümel dich. Du kleines Arschloch, los. Der kommt hier. Schäm dich. Alter. Sind nicht ganz dicht? Achso. Oh, ich kann auch hier stehen bleiben. Oh Gott. Gucken wir, ob ich sterbe hier in dem Spiel. Oh.
Der Metzger hat gerufen. Boah. Oh, Leute, das. Oh, oh. Unangenehm. Achso, wie hieß das denn, dass der... Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Er hat mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesenbeiner getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nimmt mich ein... Das heilige alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabstätte seinem Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Nett. Mensch, ich war noch nie mit einer Leiche zum auf Klo. Oh. Wo sind eigentlich die ganzen Türen hin? Blödes Arschloch. Was? 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 Also ist das so dein persönlicher Schläger oder wie? Ach, wie nett. Wollte immer schon mal von so einem Fleischberg verfolgt werden. Nein. Ey, hätte ich ihn nicht genommen, hätte er aufgemacht.